Hallo, liebe Monagoristen. Moin, moin. Schönen guten Tag. Ach, ist das eine Pracht. Was denn? Hier. Was ist denn? Ich weiß es ja schon, aber die wissen es noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Natürlich weißt du das. Komm, jetzt tut er wieder so. Erklär mal, was hast du denn in petto? In petto? Hier petto? Auch nicht schlecht. Wir haben hier was von der wunderbaren Firma Mein Woody. Mhm. Eine wunderbare Idee. Das Color Garden Set. Ich weiß es doch. Ah, siehst du? Ja, so mir in den Rücken zu fallen. Ja, ja. So bin ich. Das Color Garden Set. Ja. So, erklär mal, was ist das? Kennst du Urban Gardening? Nein. Ja, nein. Pass auf, so in der Stadt, ne? Ja. Viele Häuser, viel Glas, viel Beton, viel Zement und was da sonst alles so verbaut ist. Kein Platz für Grün. Mhm. Da fangen die Leute an, nämlich zu sagen, das mag ich nicht leiden. Und fangen an, so kleine Gärten sich zu basteln und so weiter. Und da hat ja nicht jeder den Platz dafür, ja, irgendwie im Hof irgendwas zu machen oder oben auf dem Dach. Jetzt haben wir das für die Fensterbank. Jede Fensterbank kann sich quasi selber Gemüse, Kräuter und so weiter, alles wunderbar auf die Fensterbank. Und das ist hier das Color Garden Set. Das heißt, es besteht aus 3 Zierpflanzen. Dazu einmal noch eine Paprikapflanze. Was hast du? Dill und Schnittlauch. Genau, und ich habe hier Sanddorn, Wildbirne und Robinie. So, in so einem Set ist immer alles drin, was man braucht, um sein Pflänzchen anzuziehen, sozusagen, auf- und anzuziehen. Alles komplett drin. Und wenn es dann später gewachsen ist, dann wird es entsprechend umgetopft. So, aber in diesem Set ist einfach mal alles so drin, was die Natur zu bieten hat. Ne? Und das ist alles kompostierbar und biologisch abbaubar, ganz wichtig. Hier aus Kokosfasern zum Beispiel. Der Pott, da ist alles drin zum Selberziehen. Jetzt sag doch mal, unveränderte. Du als Vater. Wäre das nicht was für deine Kinder? Das wäre total, oder? Das wäre ein Riesenspaß. Das wäre ein Riesenspaß. Dass die auch mal lernen. Dass sie mal sehen, dass sie sehen, wie wächst so eine Paprika, wie sieht die aus, wenn die ganz klein ist. Oder hier Dill zum Beispiel. Und sich drum kümmern können und Verantwortung übernehmen. Absolut. Und so. Spannend ist zum Beispiel auch so eine Wildbirne. Wie entsteht eigentlich so ein Baum? Ne? Wo später mal die können, die können ja quasi da mit dem Baum mitwachsen. Sozusagen. Und ich zum Beispiel als... Das ist eine Idee. Ja. Die ziehen es quasi auf dem Fensterbrett. Und später im Garten können sie drunter spielen. Ja, frag mich doch einfach. Oder das erste Mal romantisch. Natürlich wird das so gemacht. Ja, nur jetzt, also jetzt, ja, Moment Gott. Mal. Man kann den Lauf der Dinge nicht so aufhalten. Weit sind wir noch nicht. Für mich zum Beispiel ist es aber auch eine tolle Geschenkidee, weil ich bin ja oft und gerne, ich weiß auch nicht warum, aber immerhin gerne eingeladen. Und dann bringt mir ja schon immer noch ein kleines Geschenk oder ein Mitbringsel mit, ne? Und ansonsten, also nicht, dass man da nicht immer eine Flasche Wein nimmt oder einen Blumenstrauß, ist ja auch langweilig. Oder Pralinen. Wo das hinführt? Das sieht man ja. Deshalb gibt es auch eine gesündere und eine natürlichere Variante, nämlich dieses Color Garden Set. Das nehme ich einfach mal als Geschenk mit. So, hast du jetzt davon? Das ist bestimmt sehr beliebt. Ich glaube, ja. Hast du noch öfter eingeladen? Noch mehr. Das sollst du mal sehen, wenn sich das rumspricht. So viel Zeit habe ich gar nicht. Ja, sollst du mal sehen. Kommen wir noch zum Thema Nachhaltigkeit. Dafür haben wir natürlich unseren hauseigenen Experten, unseren Linus. Mit dem grünen Daumen. Ja, genau. Der Mann mit dem grünen Daumen. Der hat die Firma dazu mal ganz genau unter die Lupe genommen. Dazu gibt es ein separates Video. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, den werdet ihr haben. Ich glaube auch. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.